Oh, du willst es nicht anders. Let's go! Ja, komm, mach was, komm, piek, piek, piek doch. Ja, okay, das ist lost. Junge, was willst du mit deinem Respawn-Punkt da? Mitten im Open Field. Aber ey, warte mal, ich platziere hier ein und kann dann easy von der Seite reinpushen. Let's go! Oh shit, oh shit. Nice. Komm schon. Let's go! Und jetzt du! Aus! When you see me, you'll know it's the end. A new beginning. That's all relative, really. Kurze Werbung in eigener Sache, und zwar die neue Season startet ja heute Abend um 19 Uhr. Dort werde ich natürlich auf Twitch am Start sein. Erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim exklusiven Alter Solo Gameplay. Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Season 21 Video. Oh yes! Und heute, wie ihr im Titel schon gelesen habt, sehen wir das erste Gameplay aus Season 21 Solos. Man muss dazu sagen, das Gameplay stammt tatsächlich allerdings nicht von mir, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, die neue Season so weit hingehend zu testen, sondern ich erzähle euch ganz kurz, wie das Ganze war. Mich hat tatsächlich EA angefragt, ob ich denn zu den ALGS kommen möchte. Ich glaube, mein guter Kollege Casper Fox hat das auch wahrgenommen. Aber ich bin ja aktuell beim Radio und ich bin noch nicht lang da. Und deswegen hat mir das nicht wirklich in den Zeitplan gepasst. Außerdem wären dann keine Videos gekommen, weil, naja, wie sollst du denn dann aus, ich glaube, es ist Los Angeles, Videos produzieren? Ich kann ja hier mein Studio nicht mitnehmen. Also es gab viele Gründe, warum ich gesagt habe, nö, ich mache das Ganze nicht. Gerne irgendwann anders, aber aktuell passt es einfach nicht. So, dann habe ich halt gefragt, yo, darf ich dann die Season 21 überhaupt testen? Dann hat es erstmal geheißen, nö. Weil die du quasi nur im Zuge hinzukommen zu den ALGS, die du dann besuchst, dort hättest du sie testen können. Gut, wie wir jetzt alle wissen, habe ich Season 21 trotzdem vorher schon gesehen. Ich durfte sie nur nicht spielen, weil tatsächlich spielen durften es nur die Leute, die ja in Los Angeles bei den ALGS waren. Deswegen haben wir jetzt hier ein Gameplay vom Kollegen Fate. Ich glaube sogar, dass der exklusiv spielen durfte. Und werden jetzt darauf ein bisschen reacten. Ich kann ja, also selbst falls ihr das Video schon gesehen haben solltet, kann ich ja euch noch ganz, ganz viel mehr Informationen geben, weil erstens das Video ist unkommentiert und zweitens, ja, ich weiß ja alles, was kommt. Ich habe ja die Season schon gesehen, ich habe sie nur noch nicht gespielt. Was heißt, ich kann euch auch Hintergründe erzählen, die ihr vielleicht so noch nicht mitbekommen habt. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt das allererste Season 21 Solo-Gameplay gemeinsam an. Ich bin selber genauso gehypt wie ihr und ich freue mich drauf. Wir legen los. Let's go! Okay. Wir sehen hier schon mal das neue Broken Moon. Okay. Okay, dass diese Evo-Caches am Boden liegen, ist neu. Die geben ja 150 Punkte. Das gab es bisher eigentlich nur im Schießstand. Scheint aber in Solos so zu sein, dass wir tatsächlich diese Evo-Caches vom Boden aufheben können. Die gab es zwar in Gold aus den Care-Packages und du bist garantiert ein Level aufgestiegen. Ja, die sind broken. Aber anscheinend ist es in Solos so, okay, dass da 150 Stück immer wieder verteilt auf der Map, also Evo-Caches auf der Map verteilt rumliegen, die dir 150 Evo obendrauf geben. Ist quasi als sammelbares Item, nicht so wie diese Evo-Harvester, die sind natürlich nochmal deutlich stärker, aber die könnten theoretisch auch in Kisten vorkommen. Das ist schon ziemlich crazy. Okay. Wir haben hier eine Flatline in lila. Okay, also wir sehen auf jeden Fall schon mal, es ist schon in Solos alles ein bisschen anders. Wir haben lilane Waffen, wir haben wahrscheinlich auch goldene Waffen und wir sehen auch gleich mal hier Enemies nearby. Was heißt also, okay, hier in der Nähe ist ein Gegner und immer wenn der im Radius kleiner als 50 Meter zu dir ist, wird angezeigt, okay, irgendwo hier im Radius von 50 Meter ist ein Gegner. Das ist einfach dafür gedacht, weil Legenden, die jetzt das zum Beispiel nicht so gut scannen können oder halt Legenden, die im Nachteil sind, wie die Support-Legenden, ja,
die haben halt dann die Vorwarnung, okay, so und so muss ich handeln. Also das ist schon irgendwo ein fairer Trade, dass man sagt, okay, man erfährt, macht zwar irgendwie ein bisschen die Spannung kaputt und auch irgendwie so ein bisschen die Idee dahinter, aber es macht halt Sinn, dass man erfährt, okay, wenn der nächste Gegner innerhalb 50 Meter in deiner Range ist, weil, wie gesagt, manche Legenden sind dann einfach extrem benachteiligt und je nachdem, wie man diese Information aufnimmt, muss man halt auch dementsprechend danach handeln, ist klar. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das hier so schnell wie möglich wieder rausfliegt, weil es ist einfach jetzt nur testweise, weil es keiner kennt und weil sich keiner dran gewöhnt hat, aber ehrlicherweise macht es halt den Battle Royale Aspekt so ein bisschen kaputt. Oh shit, oh shit, ihr müsst bedenken, ne? Die spielen hier alle mit geisteskrank guten Streamern. Er spielt hier mit 15 Spielern, die die Besten der Welt sind. Und deswegen wird es natürlich eine Challenge und deswegen wird er jetzt nicht hier eine 20-Bomb durchrollen. Kann er gar nicht, weil es sind nur 14 Spieler. Gegnerische. Okay, da sehen wir Catalyst, wie heißt sie? Alter's Q das erste Mal, okay. Und was interessant ist, wir haben in Solos anscheinend keine Deathboxen, sondern die Gegner droppen bloß ihr Schild und Munition. Okay. Das ist interessant, macht aber eigentlich auch wieder Sinn, weil dadurch schaust du halt, dass andere Legenden nicht benachteiligt sind. Okay, also bisher vom ersten Gefühl her ist der Solo-Modus extrem gut gebalanced. Okay. Okay, das ist interessant. Auch das Kobalt-Katar sieht sehr nice aus. Natürlich die Skins, brauchen wir nicht drüber reden. Die sind sehr, sehr sick. Okay, hier ist der nächste Fight. Da sehen wir auch genau, es ploppt so ein kleines Symbol auf. Wenn da eine Deathbox entstanden ist, ist halt auch wieder, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, was die Support-Legenden oder halt allgemein solche Legenden dann für Nachteile haben. Aber jo, ihr seht es hier, der Junge, die sind alle am Tapstrafe, die sind alle am krasse Sachen machen. Er geht jetzt nach drin, da haben wir jetzt Catalyst, ich sag immer Catalyst, warum sage ich Catalyst zu ihr? Alter, sie heißt Alter. Alter's Q das erste Mal gesehen, wir sehen auch hier, okay, wenn man sie verwendet hat, ungefähr ein Cooldown von 27 Sekunden, das ist schon relativ hoch. Aber die Fähigkeit ist ja auch extrem stark. Deswegen ist es irgendwo noch okay. So, da hat er ihn jetzt wieder verwendet, okay. Steht aber noch oben. Kannst du also auch gut zum Baiten nehmen, das ist natürlich clever. Er brennt, okay. Geht dadurch jetzt ins Void. Und ist jetzt unter ihm. Also wie gesagt, Fähigkeit von Alter durch Wände gehen. Oder durch Wände phasen. Das wird schon sehr interessant. Weil das schon eine sehr, sehr starke Fähigkeit ist. Allerdings, wie gesagt, der Cooldown von fast 30 Sekunden ist schon irgendwo berechtigt, weil diese Fähigkeit ist so brutalst stark. Das wäre sonst einfach zu krass. Aber ja, das Erbstück sieht sehr, sehr nice aus, dieser Kobalt-Katar. Der ist einfach nur sick. Und den Flatland-Skin habe ich jetzt auch. Also nicht in der Form, aber in der alten Form. Guckt euch das an, ihr seht's, ne? Die sind alle ultra krass. Aber hier, wie gesagt, es droppt bloß Ammo und der Shield-Core. Das ist, ja, schon ziemlich interessant. Weil das heißt, du musst dir trotzdem jeglichen Loot und jegliche Waffen und jegliche Heilungssachen selber suchen. Was natürlich dann auch wieder so eine Diskrepanz schafft. Also eigentlich eben nicht. Es gleicht eine Diskrepanz aus, weißt du? Die ganzen Movement-Legenden, sag ich jetzt mal, wie auch Alter. Alter ist eine Skirmisher-Legende, das ist ja klar. Die müssen sich die Heilung selbst suchen, weil von den Gegnern bekommen sie sie nicht. Was heißt, sie müssen die selbst auf der Map aufsammeln. Währenddessen hingegen natürlich eine Support-Legende, wie zum Beispiel eine Lifeline, grundsätzlich im Nachteil ist, weil sie eben nicht diese Movement-Kreativität haben, wie jetzt zum Beispiel eine Alter, eine Horizon oder wer auch immer. Aber dafür haben die Support-Legenden den Vorteil, dass sie eben nicht nach Heilungs-Items suchen müssen. Oder zumindest ist nicht so stark, weil sie haben ja ihre Heilungs-Items dabei. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass Loba in dem Solo-Modus extrem strong ist, eben genau das, weil sie das eben schon kann. Sie kann einen größeren Bereich absuchen, nach Heilung, nach Waffen, nach allem, weil, wie gesagt, es droppt nur das Schild und Munition. Also ich glaube, Loba wird sehr, 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 sehr stark werden. Aber interessant. Also yo, man tut schon alles dafür, um in diesem Modus tatsächlich sehr, sehr viel Gleichheit zu schaffen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Also wie gesagt, aktueller Stand, ich glaube mal, dass keine Legende, klar, es gibt überall, wie in jeder Season, gute und schlechte Legenden oder sagen wir mal, bessere und nicht so gute Legenden, aber es wird hier keine großen Nachteile geben, dafür haben die schon gesorgt, das ist schon sehr gut durchdacht
Und keine Legende wird halt wirklich ultra, ultra schlecht sein. Das ist sehr, sehr gut. Hier sehen wir auch gleich den neuen Spot. Auf Broken Moon. Sie hat jetzt gerade ihre Ult verwendet. Sie setzt quasi hier einen Respawn-Punkt. Sehen wir gleich nochmal. Achtung. Sie setzt hier einen Respawn-Punkt, zu dem sie im Radius von 200 Meter bei jedem Fight oder halt in jeder brenzlichen Situation zurückkehren kann. Achtung. Genau. So. Zudem kann sie jetzt immer wieder zurückkommen im Radius von 200 Meter. Wir sehen auch den Radius auf der Map eingezeichnet. Und das ist natürlich jetzt in dem Fall sehr, sehr clever. Er befindet sich jetzt an dem, ich glaube, neuen Spot. Ja, ja, safe. Oder ist das überhaupt der Radius von der Ult? Ich glaube, das ist gar nicht der Radius von der Ult, sondern es ist einfach der Ring von diesem Spot hier. Ist aber ein netter Nebeneffekt, dass der jetzt hier angezeigt wird. Aber wie kommt er jetzt zurück? Das verstehe ich jetzt noch nicht genau. Weil er kann zurückkehren. Wenn er es macht. Wie jetzt der mit der Tech. Also ich merke zumindest gerade, mit der Tactical von Alter wird aktuell noch mehr gebaitet, als dass sie wirklich, ich sag mal, sinnvoll genutzt wird. Wobei, baiten ist ja in dem Fall sinnvoll nutzen. Das ist schon clever. Okay, unending next. What? Okay, das ist broken. Guckt euch mal die Perks an. Guckt euch mal die Perks an. Ich habe halt auf ihre Perks, bin ich ehrlicherweise noch nie eingegangen. Scheiß auf den 10 Sekunden Tactical Cooldown. Der ist ja für den Arsch. Ultimate Unending Nexus. Infinite Ult Duration. Was heißt, genau diese 200 Meter, die ich gerade eben angesprochen habe, die du hast, um zur Ult zurückzukehren, ist völlig egal. Du platzierst die Ult, gehst wo komplett anders hin. Du kannst mit der Valkyrie auf die andere Seite der Map fliegen und du kannst mit diesem Perk wieder zu der Ult zurückkehren. Wie broken ist das? Okay, das ist abartig krass. Du kannst auf der anderen Seite der Map sein und du kommst wieder zurück. Das ist krass. Und wir sehen hier, Alter, Broken Moon sieht so geil aus, ne? Allein diese Skybox und die Farben, ich find's super. Mega, mega hübsch. Aber ja, der Perk ist krass. Der Perk ist richtig krass. Holy shit, das ist so weird, dass keine Deathbox spawnt, ne? Es ist so weird, weil es gibt ja keinen Mate, der dich wiederbeleben kann. Du bist einfach raus. By the way, nicht ganz, stimmt nicht ganz. Und zwar ist es so, dass du hier, sieht man dieses eine Herz. Das bedeutet, dass du in Solos noch einmal respawnen kannst. Ich glaube, wenn du innerhalb der ersten 4 Zones stirbst. Glaube ich, dass es innerhalb der ersten 4 Zones war. Aber ja, du wirst auf jeden Fall nochmal wiederbelebt und hast quasi nochmal einen Respawn. Das ist wie bei Free Strikes, hast du 3 Respawns insgesamt. Und bei Solos hast du sozusagen, weil es könnte ja sein, dass du in der ersten Sekunde gleich raus bist, kannst du noch einmal respawnen, wenn du innerhalb der ersten 4 Runden 4 Zones drauf gehst. Digga, er hat so krasses Aim, ne? Das ist crazy. Aber ja, stark. Also, ich glaube, das wird richtig Hype. Bisher sehe ich, wie gesagt, keinen Nachteil für irgendwelche Legenden. Klar, wir brauchen nicht drüber reden. Im Moment, in der Runde, spielt natürlich jeder Alter. Ist klar, weil die wussten, okay, sie haben nur wenige Runden, die sie spielen dürfen, die sie sehen dürfen, wo sie testen dürfen. Und natürlich nimmst du dann gleich die neue Legende und probierst sie aus. Deswegen siehst du hier nur Alters rumlaufen. Ist völlig klar. Okay, das war jetzt weird, wie ist er von da nach da gekommen. Aber ist er ein Pathfinder? Okay, gut. Ich rede gerade davon. Du siehst nur Alters rumlaufen. Er spielt Pathfinder. Er dachte sich so, scheiß auf die neue Legende. Ich will Alter spielen. Okay. So, du kannst natürlich jetzt mit deiner Ult sehr gut nach innen porten. Ich weiß nicht, warum er das nicht riskiert hat. Weil den Push hätte er definitiv machen können. Gut, vielleicht weil er Angst hat, Third Party zu werden. Das könnte schon sein. Aber den Push hätte er definitiv machen können durch die Q. Weil, ich meine, Alter, der war ja halt free. Der hat ja nichts mehr gehabt. Du hast den ja, der hat den ja schon so gut Damage gegeben. Der hat ja kein Leben mehr. Okay. So. Aber ja, man sieht, ey, Alters Fähigkeit wäre noch überhaupt nicht so eingesetzt, wie du sie einsetzen kannst. Das ist jetzt alles, wie gesagt, von mir Theorie geschwafelt. Ich habe es ja selber auch noch nicht gespielt. Aber ich sehe auf jeden Fall extrem, extrem viele Möglichkeiten, Alter kreativer einzusetzen. Und wie gesagt, er verwendet hier gerade einen Bruchteil davon an Möglichkeiten, die ich für möglich halte.
Aber ja, wir können schon mal festhalten, Alt ist eine super gute Solo-Legende. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und ich kann ja mal so ein bisschen drüber überlegen. Vielleicht mache ich da sogar eine Tierlist, sobald die Season heute Abend, die kommt ja heute Abend um 19 Uhr, ne? Sobald die Season heute Abend um 19 Uhr draußen ist, vielleicht mache ich irgendwann die nächsten Tage, wenn ich dazu komme, so eine kleine Tierlist. Nicht so aufwendig wie die normalen Tierlists von mir, weil es halt einfach wirklich ein Riesenaufwand ist, die zu erstellen. Aber vielleicht mache ich so eine kleine Tierlist, wo ich die besten Legenden für Solos raussuche. Weil ich meine, Alter, Alter ist vorne mit dabei, Wraith ist vorne mit dabei, Octane ist vorne mit dabei. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Support-Legende Loba ist vorne mit dabei. Conduit ist vorne mit dabei. Wen haben wir noch? Rampart ist, glaube ich, auch sehr weit oben. Horizon auf jeden Fall auch. Haben wir noch wen, den ich vergessen habe, der Solo extrem stark ist? Vielleicht eine Maggie. Maggie ist Solo auch ziemlich krass. Also ja, ich mache da mal demnächst eine Tierlist. Das ist nämlich schon eine spannende Sache. Und yo, Alter, als ob das Ding... Okay, krass. Wild. Wild. Sieht schon wild aus, wie das durch die Wände da durchgeht, ne? Lol. Okay, das war gerade irgendwie weird. Du wirst auch anscheinend von dem Portal, wenn du nur in der Nähe bist, wirst du so ein bisschen, ich sag mal, leicht angesaugt. Das ist interessant. So, jetzt zum Beispiel, ne? Er weiß, es steht ein Fight bevor. Und da siehst du ja halt einfach, dass Alters Fähigkeiten, so wie sie gedacht sind, noch nicht richtig genutzt werden. Er könnte jetzt einfach hier in das Haus... Da hinten in die Ecke. Weiß nicht, wo... Genau, hier. Hier könnte er seine Ult hinstellen. Könnte easy in den Fight reinpushen, weil er kann ja jederzeit zurück. Ich weiß, ja, es gibt einen kleinen Cooldown, bis du... den du erfüllen musst, bis du zurückgeschickt wirst. Und in der Zeit könnte er gekillt werden. Ja, das verstehe ich schon. Aber trotzdem könnte er mit seiner Ult jetzt viel, viel entspannter da reinpushen. Deswegen... Ja, sie wird noch nicht so gespielt, wie sie eigentlich gespielt werden könnte. Oh, das war gerade sehr knapp. Hätte sie eine Shotgun gehabt oder so, dann wäre er jetzt RIP gewesen. Genau, und jetzt haben wir gelesen. Genau, hier stand es gerade. Respawn Token disabled. Achtung, Zone 4 closed. Und dann steht hier Respawn Token Bonus 1000. Man kriegt also 1000 Schild, aber auch gleichzeitig Respawn Token disabled. Was heißt also, jetzt, wenn Zone 4 geschlossen ist, kann man nicht nochmal ein zweites Mal als zweite Chance in Solos respawnen. Auch wichtig zu wissen. Oh, nimmt sie's? Sie nimmt's nicht. Ich sag ja, im Moment wird diese Tactical mehr dazu verwendet, um zu baiten. Das finde ich schon krass. Aber ja, ist wahrscheinlich sogar clever, weil es ist halt sehr, sehr auffällig, die Fähigkeit. Und er könnte halt jetzt jederzeit durchgehen, ne? Okay. Ich glaube selbst, dass ein Caustic relativ weit oben im Solus ist. Der ist nämlich auch keine schlechte Solo-Legende. Ja, er ist fett und ein bisschen unmobil. Aber er ist halt schon... Gerade sein Gas kann halt in einem Solo schon wirklich ein Game-Changer sein. Gerade jetzt in so einer Situation. Das ist schon stark. Okay. Aber natürlich der Caustic Prestige-Skin ist klar. Ganz klarer Fall. So, jetzt könnte er zum Beispiel, in meinen Augen, könnte er jetzt hier einen Portal machen und würde auf der anderen Seite rauskommen. Und ihn quasi sozusagen von hinten überraschen. Er macht es an die Seite hin. Ja, auch nicht dumm. Aber ich hätte ihn jetzt, es ist halt wieder ein Bait. Es ist halt wieder ein Bait. Wo ich mir denke, Alter, du könntest das so viel stronger verwenden. Verstehe ich nicht ganz. Gut, ja, du hast den Cooldown so ein bisschen, wenn du aus der Q rauskommst. Aber normalerweise hast du dann die bessere Posi. Gut, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe es ja selber noch nicht gespielt. Aber ich behaupte, dass man das noch clever verwenden hätte können. Auf jeden Fall die Sache mit der Ult, die ich gerade erzählt habe. Das ist definitiv Fakt. Aber da denkst du halt nicht dran, wenn du eine neue Legende zum ersten Mal spielst. Das ist völlig klar. Also ich mache hier ihm keinen Vorwurf. Alles easy. Weil, wie gesagt, das hier ist sowieso schon brutal. Und da denkst du einfach nicht dran. Aber auch jetzt. Auch jetzt. Er könnte jetzt hier oben irgendwo... in der Safe Zone seine Ult platzieren, könnte mit einer Q hier runtergehen und ihn halt easy pushen. Aber die Möglichkeiten werden halt alle irgendwie nicht ganz so wahrgenommen. Wie gesagt, die Q wird im Moment mehr genutzt, um zu baiten.
Was ein bisschen schade ist. Gut, Horizons Q war ursprünglich auch dazu gedacht. Horizons Q war ursprünglich auch dazu gedacht, dass du Gegner in die Luft hebst und nicht dich selber. Das ist halt ziemlich dumm. Okay, der kann zerschossen werden. Okay, legitim. Aber der war halt wirklich lost. Das ist jetzt clever. Hier oben kommt keiner hin. Er kann reinpushen. Er kann sich einen anderen Engel suchen. Das ist jetzt ultra clever. Das ist mega, mega clever. Genau, er kann die zwei Camper abschimmeln. Und wenn er zu viel Schaden bekommen sollte oder halt den Highground wieder braucht, portet er sich halt einfach zurück. Genau, zum Beispiel jetzt. Sie pusht. Und er könnte es jetzt nutzen. Macht aber nicht. Macht er nicht. Sollte er machen. Ich hätte mir jetzt den Highground geholt, sag ich dir ehrlich. Aber da siehst du halt, yo. Sie haben noch nicht das Gefühl dafür, wie sie die Ult am besten, am cleversten verwenden. Er wird zwar gewinnen, ja. Aber trotzdem. Ich hätte jetzt mir den Highground geholt, hätte da oben auf dem Dach ganz entspannt ein Bett gezogen. Und dann hätte ich von oben auf ihn runtergeballert und er hätte definitiv keine Chance gehabt. Weil, wie gesagt, hier kurz in der Situation war es knapp. Hier war es ganz kurz knapp. Achtung. Hier. Nee, Schmarrn. Eins davor. Hier. Da in der Situation, da war es eine sehr knappe Sache. Schaut mal her. Schaut mal auf sein Leben. Das war sehr risky. Das war sehr risky. Und da oben wärst du halt kurzzeitig safe gewesen. Du hättest sogar kurz ins Haus gehen können. Kein Problem. Hinter die Tür, Bett ziehen und fertig. Also ja, man sieht, Alter hat viel Potenzial. Es wird nur noch nicht genutzt. So, und jetzt kommt anscheinend noch ein Gameplay. Allerdings, das dauert jetzt noch ewig. Wir werden da nur kurz reinschauen. Wir werden da nicht alles durchgucken. Wir werden uns das bloß kurz anschauen, weil grundsätzlich haben wir alles gesehen. Ich würde noch gerne einen Moment sehen, wo wir ihre Ult sehen. Das würde mich noch brennend interessieren. Wo man halt wirklich die Ult in Aktion sieht. Okay, hier sehen wir auch einen neuen Spot. Den gucken wir uns mal an. Achso, das ist der neue Spot. Okay. Shield Injector, glaube ich, heißt er. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, er spielt jetzt hier aber Wraith. Das ist sehr, sehr schade. Weiß nicht, warum er nicht Alter gezeigt hat. Weil das ist halt für uns relativ irrelevant. Weil ich dachte, wir sehen jetzt hier noch die Ulti. Aber tatsächlich nicht. Wir können noch mal kurz hier das Finale angucken. Aber ich wollte natürlich Alter Gameplay sehen. Er spielt hier jetzt Wraith. Naja. Hä? Nee. Hä? Nee. Hä? Okay. Er hat mit Wraith gewonnen wahrscheinlich. Ja, und jetzt spielt er nochmal eine Runde Alter. Okay, dann sind wir hier. Okay, das passt auch. Dann dauert das Ganze noch 5 Minuten und dann dauert es auch nicht zu lang. Okay. Wie gesagt, ich finde es so weird, dass keine Deathboxen droppen. Das ist schon interessant. Das hätte ich nämlich so nicht gedacht. Aber macht Sinn. Digga, der Wallbounce auf die kurze Distanz war halt geisteskrank krass gerade. So, jetzt, Achtung. Was gäbe es für Möglichkeiten? Du könntest jetzt ins Haus reingehen und von der Mitte aus dich eine Etage runter befördern. Die Watson steht an der Tür und könntest sie von hinten schon mal abschießen. Wird's genutzt? I doubt it. Ja, jetzt wird's wieder gebaitet. Es wird wieder gebaitet, damit die Watson denkt, ja, du nimmst das Portal. Ist halt Quatsch. Ist halt leider Quatsch. Okay, das war jetzt weird. Das war sehr weird. Jetzt hat sie ihn nämlich gebaitet. Und zwar ziemlich gut. Es wird nur genommen, um zu baiten. Das ist echt schade. Das ist tatsächlich ziemlich schade. Du nimmst es nur, um die Gegner zu verarschen bisher. Vielleicht ist das, wie gesagt, die clevere Wahl, aber sehe ich nicht. Zumindest nicht ganz so krass. Kann man schon verwenden zum Baiten? Ja. Ist auch wichtig, mal zu baiten, aber nicht die ganze Zeit. Da auch jetzt wird wieder gebaitet. Jetzt könnte das wirklich gut brauchen. Jetzt aber zu hoch gesetzt. Die wird nicht serious gespielt. Das ist interessant. Das verstehe ich nicht ganz. Weil die könntest du so viel cleverer einsetzen. Oh. Die Devotion hat tatsächlich ein neues Hüftfeuer bekommen. Krass. Das ist auch weird. Die hat nicht mehr dieses normale, sondern die hat dieses jetzt weirde. Die hat das gleiche wie die Elster, kann das sein? Ja, halt echt. Okay. Vielleicht ein Bug, vielleicht so gewollt, weiß man nicht.
Nee, schon so gewollt, safe. Da schau her! Gut, sie hat jetzt ein bisschen clever, also unclever angestellt. Du brauchst natürlich, müssen wir nicht drüber reden. Wenn du Ult auf die Weise spielst, dass du sozusagen aggressiv mit ihrer Q reingehst in Fights, dann musst du die Map perfekt kennen. Weil wenn er das gewusst hätte und wusste, okay, er steht jetzt hier, also er hier, und er kommt durch, dann porte ich mich halt zu einem Punkt rein, wo er mich nicht direkt abschießen kann. Beispielsweise direkt hinter der Mauer. Da muss man halt für die Zeit erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Aber yo, guckt's euch an. Ich sag mal so, hätte jetzt keine Devotion gehabt, wäre es ziemlich spannend geworden, wer das Ganze gewonnen hätte. Also ja, wie er das Ganze jetzt genutzt hat, war eigentlich sehr, sehr clever. Und ist meiner Meinung nach auch immer noch der Hauptding, wie du Alter verwenden könntest. Jetzt auch er. Er könnte jetzt theoretisch durch die Tür durchpordeln. Oder zumindest an der Seite vorbei. Gut, ist Newcastle, der kann gar nichts. Aber auch er, weißt du, wenn er jetzt die Map gut kennen würde, gut, jetzt schließt die Zone, könnte er sich jetzt halt hier easy. Easy, easy, easy. Weißt du, er geht aus dem Haus raus und portelt sich aber jetzt hier wieder rein, steht dann an der Ecke und der Newcastle denkt, er wäre draußen. Na, wisst ihr, was ich meine? Gäbe es genügend Möglichkeiten. Oh, da links von ihm war ein Gegner. Ich weiß nicht, ob er den gesehen hat. Ich hoffe mal. Ich glaube, den hat er nicht gesehen. Da war aber einer. Ich glaube, den hat er echt... den hat er nicht gesehen. Den hat er nicht gesehen. Krass. Und er hat seinen Respawn-Anker, sage ich mal, wo er halt wieder spawnen kann jetzt dann gleich. Ziemlich weit weg und ziemlich offen positioniert. Den hätte ich vielleicht irgendwo in ein bisschen eine verstecktere Zone gepackt. Ich würde trotzdem gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn man da zu dem Punkt zurückkehrt. Es würde mich brennendst interessieren. Okay, der bleibt anscheinend irgendwie 100... Was war es jetzt? 120 Sekunden oder 130 Sekunden bleibt er stehen. Und in der Zeit hast du Zeit, zu ihm zurückzukehren. Fair. Meinen Augen. Absolut fair enough. Boah, Digga, der Newcastle ist halt hart abfangen. Jetzt würde ich mich zum Beispiel zu Ult zurückporten, auch wenn du dann zu einem Lowground bist, aber... Könntest du halt Zeit haben, dich zu heilen. Wobei er ist ziemlich... Also ja, gut, der Ult-Ding ist halt einfach nicht gut gesetzt. Er ist ziemlich open field. Also wie gesagt, man merkt einfach, yo, die Leute müssen halt noch ein Gefühl dafür entwickeln, wie sie denn diese Ult einsetzen oder halt auch ihre Q. Und was man bei der Q halt auch nicht vergessen darf, ne? Du musst ja da hinkommen. Wenn du jetzt die Q durch die Wand oder durch die Decke über dir setzt, du kommst ja nicht ran. Du wirst ja nicht hochgehoben in die Q, sondern du musst ja selber reinlaufen. Und wenn du da nicht hinkommst, dann RIP. Ich glaube, dass sie in Kombination mit Horizon extrem broken sein könnte. Die Q von Horizon setzt dich an die Decke und dann gehst du durch. Jetzt zum Beispiel auch, jetzt könntest du dich easy an einer Position ins Haus reinschleichen, an der er nicht mitrechnet. Zum Beispiel jetzt ganz oben am Dach. Ganz oben, du gehst auf die Spitze des Dachs, machst eine Q und flutscht quasi einfach so durch. Und da hat der Caustic safe noch keine Fallen gesetzt. Noch sicher nicht. Da ist eine, aber schau mal, die stehen alle an den Türen. Und hier oben wäre er rausgekommen, hätte er frei Sicht gehabt. Vielleicht sogar noch hinter dem Pfosten. Ich sag ja. Die Tactical wird im Moment nicht so eingesetzt, wie man sie einsetzen könnte. Das ist ein bisschen schade. Jetzt wird's ganz brenzlig. So, er könnte jetzt zum Beispiel, gut hat er jetzt nicht, aber jetzt hier unten eine Ult setzen, ist dann safe und dann hochpushen. Stark. Ja, hat er safe. Ja, wir sehen sehr viele Möglichkeiten mit der neuen Legende zu eskalieren, aber halt auch sehen wir, dass quasi fast alle davon noch nicht in Gebrauch sind, weil die Legende so neu ist, dass die Leute noch kein Gefühl für sie bekommen haben. Aber ja, da ist ganz schön Luft nach oben. Leute, was sagt ihr zur neuen Legende und zu diesem exklusiven Solo Alter Gameplay? Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer natürlich positiv bewerten, würde mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns heute Abend um 19 Uhr zur
neuen Season. Im Livestream auf Twitch, Link unten natürlich in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis dann und ciao.